gerade bei oder bei anderen Dingen. Ja, wo Männer sich vergleichen. Aber wenn du angry bist, dann muss man aufpassen. Wie ich spreche. Also ich muss mal überlegen, wie ich es die letzten Wochen gemacht habe. Also. Wir können nicht mehr ins Gym gehen, nachdem wir den angesprochen haben und der dann zum Beispiel sagt, er hat eine Freundin. Ja, und hello und welcome back zu einem neuen Video von uns aus London. Ihr glaubt nicht, was wir hier alles schon aufgebaut haben, gerade dass dieses Stativ hier irgendwie so steht. Ich kann euch, okay, nein, ich kann kein Bild einfallen, weil es umgefallen ist und ich habe kein Foto gemacht. Aber jetzt haben wir hier so einen Nachttisch, der hier auf unserem Bett steht und es gibt ein neues Video. Yannick, was drehen wir? Ask a man. Ja. Hilfe. Ich habe auf Insta gefragt, und zwar, was Frauen oder, ja, ich glaube, es waren hauptsächlich Frauen, die das geschrieben haben, so von Männern gerne mal wissen würden wollen. Und ich habe diesen Trend auf TikTok gesehen, jetzt schon öfter, und deshalb dachte ich, können wir mit der Maus hier auch mal so ein Video drehen und... Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, Abo nicht vergessen und Glocke aktivieren. Richtig. Ich bin gespannt, ich weiß nichts von den Fragen. Er weiß nichts. Also ich improvisiere. Und genau, wenn... Genau, was ich dazu jetzt noch sagen wollte, das haben wir gerade schon ausgemacht, was ich jetzt noch sage. Das ist jetzt seine Meinung. Ihr könnt jetzt nicht darauf schließen, dass jeder Mann so denkt, wie Yannick es jetzt vielleicht gerade tut. Also nehmt das Ganze nicht so ernst. Einfach nur ein kleiner Einblick von einer Meinung. Ja. Halt. Wow, wir mussten kurz abbrechen, weil die Kamera schief war. Die erste Frage ist auf jeden Fall, vergleichen sich Männer untereinander? Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal schon, keine Ahnung. Also wahrscheinlich nicht jeder, weil es gibt wahrscheinlich auch, keine Ahnung, bei Frauen ist da, denke ich mal, auch, dass ja. Es manchen egal ist, aber ich denke schon, ein durchschnittlicher Teil, denke ich mal, vergleicht sich schon, ob es jetzt beim Fitness ist, beim Sport, bei der Arbeit, wie viel man verdient, ob Autos ist ja auch, sagen viele. Autos sagen, ist ja auch für viele ein Statussymbol. Und weiß nicht. Ist ein Fakt. Ja. Also ich glaube, da gibt es schon viele Gesichts- oder viele Punkte, wo... Ich kann gerade ernst sagen oder bei anderen Dingen. Ja, wo Männer sich vergleichen. Also würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, also bei Frauen ist es ja auch so. Ich glaube, bei Frauen ist es halt mehr durch Instagram oder Social Media, weil die da deutlich aktiver sind als jetzt Männer. Aber dennoch finde ich, dass bei Männern, also ich weiß nicht, also wie gesagt, die Punkte, die ich gesagt habe, ist schon immer ein... Punkte, die man vergleichen kann und für viele auch wichtig ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, manche leben ja auch, sag ich mal, in einer kleinen Wohnung, weil man es halt nicht sieht so, aber haben dafür das krasseste Auto. Also ja, voll. Und das ist ja auch nur, um halt den anderen zu zeigen, boah, ich habe ein krasses Auto und habe Geld, obwohl es eigentlich nicht so ist. Ja, also ich glaube, bei Frauen ist es halt eher so auf Körper bezogen und ich glaube, bei Männern ist es halt, wie du schon gesagt hast, eher so auf Sachen bezogen. Materielle Dinge. Ja, genau. Denken Männer wirklich, dass sie besser Auto fahren können? Wenn ja, warum? Das ist einfach ein Fakt. Das ist ein Fakt. Nein, also, ich sag mal so, es gibt, also es ist schwierig zu sagen, also ich glaube schon, dass ich gut Auto fahren kann, du kannst auch gut Auto fahren, aber ich sag mal so, es kommt auch vieles, also ich sag mal so, wenn beide neu anfangen, Mann und Frau, ist es, glaube ich, ganz so gleich. Also, also, dass beide gleich gut fahren können. Klar, der eine vielleicht ein bisschen mehr Talent als der andere, aber wahrscheinlich haben Frauen dann auch, also keine Ahnung, auch mehr Frauen mal mehr Talent als Männer, was Autofahren angeht. Ja. Aber ich würde behaupten, dass es halt durch Übung kommt und wenn du halt, keine Ahnung, 100.000 Kilometer hast und viel fährst, dann ist es egal, ob es Mann oder Frau ist, die Person wird besser fahren als die, wo 2.000 Kilometer gefahren hat. Ja. Aber dennoch ist halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, auch durch die Medien oder so, zeigt man ja auch immer, boah, also keine Ahnung, was machen die, kann ich einparken, ist einfach irgendwie so ein, weiß nicht, jetzt wird man ja irgendwie, also ich... Ja, das ist halt das, was man so mitbekommt, aber ich glaube auch, das Ding ist, bei Frauen, warum man das so sagt, weil Frauen öfter so emotionaler sind und das dann halt auch so beim Fahren, weil das bei mir zum Beispiel auch das wollte ich auch, genau, also keine Ahnung, wenn du angry bist, dann muss man aufpassen. Und wenn ich angry bin, dann fahre ich trotzdem ruhig. Ja. Klar, beleidigt dann vielleicht mal jemand so, aber... Was? Klar, beleidigt dann mal jemand, der irgendeinen Quatsch macht, aber du bist dann so bei jeder Situation so richtig so... Ich raste direkt komplett aus, wirklich. Und ich weiß nicht, klar, also es gibt wahrscheinlich Männer, die auch so fahren, keine Ahnung. Also, aber trotzdem, also ich denke, es ist halt auch durch die Medien, dass man, weiß nicht... Also denkst du, es macht keinen Unterschied? Grundlegend eigentlich nicht. Also, alles durch die Übung. Ja.
Wobei beim Einparken sieht man schon öfters, dass Frauen strugglen. Wieso? Also ich habe damit jetzt kein Problem. Ja, aber ich meine, wenn du guckst, das ist eine Riesenlücke, ja, zum Beispiel als wir bei deiner Mom waren. Na, stimmt. Also, das war lustig. Also dann gibt's halt schon, also wenn ich da schaue, dann sind es schon immer 3, 4. Also. Aber ich habe auch schon so das Gefühl, dass Frauen einfach denken, sie können nicht einparken, weil sie es immer hören. Ja, ja. Vermutlich. Ja. Aber ich meine trotzdem, also wenn du beim Einparken schaust, würde ich sagen, 4 von 5 Fällen sind es Frauen, die da strugglen. Ja. Ja. Nervt es, wenn sich Frauen zu viele Gedanken um ihre Figur machen? Boah, schwierig. Also nervt es, also inwiefern, das ist, keine Ahnung. Also, mal ob du denkst, dass es die Männerwelt stresst, wenn eine Frau sich da einfach zu viele Gedanken drum macht. Keine Ahnung, ich glaube für Männer ist es relativ schwer nachvollziehbar, weil zum einen halt da nicht so der Druck halt durch Social Media vielleicht kommt oder ja. So, das ist klar, also es gibt auch so das Idealbild vom Mann, das gibt's, also gibt's das? Vermutlich, also keine Ahnung, wenn du so wie Ken aussieht. Genau, so, ich weiß nicht, so jetzt mal übertrieben gesagt, aber bei den Frauen denke ich mal, spielt es halt eine viel größere Rolle als für Männer und deswegen würde ich sagen, dass es für viele Männer schwer nachvollziehbar sein kann, weil die halt nicht wissen, was eigentlich für ein Druck ist oder warum man sich die Gedanken macht. Aber wenn man, keine Ahnung, wenn man da einfühlsam ist, denke ich schon, dass man das verstehen kann, weil, keine Ahnung, genauso gibt es auch Druck bei Männern, wo halt vielleicht Frauen nicht verstehen, keine Ahnung, Emotionen, ich wollte jetzt irgendwas Dummes sagen. Nein, also Männer sind ja auch bei anderen Sachen, sage ich mal, mehr emotional oder mehr, weiß ich, into it, die Frauen vielleicht nicht verstehen, genauso ist es halt bei dem Thema, dass halt, wie gesagt, Frauen den Druck halt durch Social Media oder keine Ahnung woher nehmen. Und ja. Der eine Mann versteht es, der andere Mann nicht, genauso wie du vielleicht nicht verstehst, dass ich jetzt Fußballfan bin. Also jetzt mal ein ganz anderes Topic, so, aber ich meine, also das ist mal komplett, also kannst du nicht vergleichen, weil das eine ist dein Körper, das andere ist eine Sache, also, aber, ja, würde ich mal behaupten. Aber glaubst du, das nervt dann so die Männerwelt oder denkst du, dass das denen eigentlich ganz egal ist? Ich sag mal so, die Leute, die es verstehen, die nervt es natürlich nicht. Ja. Und die Leute, die es nicht verstehen, die nervt es natürlich schon, also würde ich behaupten, also... Entweder das ist einem egal oder man nervt, aber ja. Ich sag mal so, wenn du täglich damit konfrontiert wirst und du es nicht verstehst, dann nervt es dich, ja, denke ich mal, grundlegend schon, weil... Ja, okay, ja. Also wenn es jetzt einmal in der Woche vorkommt oder so, dann ist es ja, denke ich mal, völlig... Ja, dann kann man damit leben, aber wenn jetzt, keine Ahnung, morgens, mittags, abends man das Thema hört und es nicht versteht, dann wird es einem, glaube ich, schon nerven. Wie spricht man einen Gym Crush an? Einen Gym Crush? Wie spreche... Also ich muss mal überlegen, wie ich es die letzten Wochen gemacht habe, also... Oh. Boah, das ist eine gute Frage. Also jetzt alle gelacht. Aus Frauensicht oder aus Männersicht? Ja, du bist ja ein Mann, also aus, natürlich aus Männersicht. Also ich habe gedacht, wie ich gern angesprochen werde oder wie... Ach so, meinst du? Ja. Beides. Boah. Also vermutlich ja eher, wie du angesprochen werden willst, weil sie hat gefragt, wie man den Gym Crush anspricht. Dann musst du ja sagen, was du jetzt am wenigsten weird finden würdest, wenn du so angesprochen werden würdest. Keine Ahnung, ich würde erstmal versuchen, Augenkontakt herzustellen, vielleicht mal zu lächeln, sowas, so ein bisschen so, keine Ahnung, dass man wahrgenommen wird. Und wenn man dann merkt, dass es von beiden Seiten so ist. Aber würdest du checken, jetzt mal ehrlich? Nee, also checken würde ich, aber ich meine, so würdest du zumindest mal... Ich weiß nicht, dann, also wenn jetzt einer dich anschaut und dann, keine Ahnung, böse wegguckt oder was weiß ich was, dann ist es ja schon so ein Zeichen, dass es vielleicht nicht so gut ist oder dass da irgendwas ist. Klar, man kann auch im Training fokussiert sein, aber halt mal dann fragen, ob man zusammen trainieren will und wenn nicht, kann man dann, oder keine Ahnung, wenn die Person sagt, ja, ich trainiere dir alleine, kann man auch fragen, hey, ob man... Aber würdest du dir das als Mann wünschen, so mit dem Trainieren, oder würdest du das als Mann so machen? Also ich weiß nicht, also ich trainiere eher gern alleine, deswegen sage ich mal, es sind dann Menschen wahrscheinlich schon, also andere sehen es vielleicht nicht so, aber es war schon der erste Schritt, halt zumindest fragen, ob man, also man kann auch grundsätzlich fragen, hey, keine Ahnung, du hast, weiß nicht, du hast mein Interesse geweckt, also jetzt nicht so nach dem Motto halt, also ich sage jetzt nicht eins zu eins, was man da sagen muss, oder hey, ich, keine Ahnung, du bist mir aufgefallen, genau, ob man Lust hat, mal einen Kaffee trinken zu gehen oder... Aber findest du es komisch, wenn ich jemanden mit jemandem ansprechen würde? Nee, also ich sage dann immer so, wenn man sich ewig lang Gedanken macht, ob man jemanden anspricht oder nicht,
Es ist doch viel schneller, wenn man einmal fragt, dann macht man sich gar keinen Kopf darüber, ob es am Ende getan ist. Mehr als Nein sagen kann man auch nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Männerding. Ich glaube, Frauen können dann nicht so denken. Ich könnte auch nicht so denken, wirklich nicht. Aber ich denke, es ist keine Ahnung, ich würde mir ewig lang, also wenn ich, also keine Ahnung, wenn, sag ich mal, da jemand dir gefällt und du, das, keine Ahnung, und du verrückt nach der Person bist und keine Ahnung, ja, dich tausendmal fragst, wie spreche ich jetzt die Person an. Aber Schatz, ihr seid da anders. Weißt du, wir sind da eher so, wir denken, wir können nicht mehr ins Gym gehen, nachdem wir den angesprochen haben und der dann zum Beispiel sagt, er hat eine Freundin. Ja, und dann ist ich es halt so. Ich würde nie wieder ins Gym gehen. Das ist ja nichts Schlechtes, wenn du angesprochen wirst. Aber trotzdem. Ich finde es sehr unangenehm. Ja, ich verstehe das, keine Ahnung. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, die ganzen, also 95% der Männer sehen es wahrscheinlich auch nicht so. Okay, gut. Und wenn man dann halt Nein sagt und eine Freundin hat, dann ist es halt so, aber dann ist es ja trotzdem, keine Ahnung, nichts Schlechtes. Also, weiß nicht. Kann man ja trotzdem sagen. Also, kein Mann würde jetzt hingehen und sagen, ha, ich habe eine Freundin, niemals oder so. Also, keine Ahnung, wenn ich nicht wüsste. Jetzt, eine Frage, die super viele gestellt haben. Macht es für euch interessant, wenn wir uns länger nicht melden? Hm. Also wenn du zu der Dating-Phase bist, ich finde es nervig. Und du schreibst mit einer Frau, findest du es dann, es macht die Frau mehr interessant, wenn sie so busy ist und so selten antwortet? Oh, ich weiß, ich finde es eher nervig. Also es ist ja, also ich finde es nervig. Also weiß nicht, ich sag mal so, wenn man, also kommt drauf an, in welchem Zusammenhang. Wenn ich jetzt eine Frage stelle und die Person antwortet dann nach 5 Tagen auf diese Frage, denke ich mir so, ja gut, dann kannst du auch die Antwort eigentlich, weiß ich, ja, Schatz, jetzt nicht nach 5 Tagen, aber so, dass man halt die Nachricht so liest und extra nicht so auf den Chat geht und so. Also ich würde sagen, das ist ganz großer Quatsch. Also wirklich, also keine Ahnung, ich habe, also früher redet man auch mit Freunden so darüber und das ist immer so das maximal Nervigste, was es eigentlich gibt. Also weiß ich. Also ist so, also ich finde es maximal nervig und... Das habe ich aber auch gemacht. Ich weiß, aber es ist sehr nervig. Also ich finde es nervig. Ja. Aber ist dir das aufgefallen? Ja, das ist mir schon bewusst, das ist auch so ein Frauending. Also ich weiß nicht, ich kenne wenige Männer, bei denen es so ist, die das genauso machen. Also, ja. Ich habe ja den blauen Haken aus, also ich habe ja nicht mal gesehen, dass du es gesehen hast. Ich habe den blauen Haken auch aus. Aber ich habe ihn vor dir aus. Nee. Doch. Nein. Doch. Dass ich noch darüber aufgeregt, dass man den blauen Haken ausmacht. Erzähl doch nichts, ja, doch. Ich hatte den schon immer aus. Ja, und dass du online bist, hattest du aus, aber ich hatte auch den blauen Haken. Nein. Ja, doch. Die Diskussion führen wir gleich weiter. Okay. Also findest du es nicht gut, wenn man das so macht? Ich finde es nicht gut. Hast du das schon mal so gemacht? Ja, also ich weiß, es kommt darauf an, welchen Zusammenhang. Wenn ich weiß, dass die Person busy ist, weil die arbeiten ist oder weil die gerade irgendwas macht mit Freunden oder so, dann ist es ja völlig normal, aber... Wenn du zu Hause chillst und... Ja, aber... Also wenn ich bei der Arbeit bin und... Also antworte ich jetzt auch nicht direkt. Ja, aber findest du nicht, wenn eine Person dir immer antwortet, dann ist es so voll, dann wirkt man gleich schon so, als wenn man so voll into it wäre. Ja, nee, also ich weiß nicht. Also... Ich glaube, das ist echt so eine Frau. Ich sag so, wenn du eine Viertelstunde so wartest, ist ja okay, aber wenn du jetzt dann, keine Ahnung, 6 Stunden wartest, also... Weiß nicht. Also... Finde ich halt die Logik da nicht, weil du auch, keine Ahnung, man will sich auch gegenseitig kennenlernen. Ich sag mal so, wenn man ein Punkt ist, wo man dann merkt, hey, das wird jetzt sowas Ernsteres oder so, dann, und es nicht will, dann kann man es ja auch einfach kommunizieren. Nee, aber da geht's ja gar nicht darum, dass man es nicht will. Ja, ich weiß, aber ich meine, ja, das wäre vielleicht ein bisschen was, aber trotzdem, also ich finde es nervig. Also ich würde auch sagen, viele finden es nervig, weil es einfach so ein Frauending ist. Also könnt ihr es auch einfach lassen, weil für uns fällt es schwer, dass man nicht direkt zurückschreibt und sie finden es eh scheiße, also schreibt also einfach zurück, wenn ihr es seht. Also ich finde scheiße. Was reden Männer, Jungs, wenn sie alleine sind? Über alles Mögliche. Redet ihr auch über die Freundin? Schon, wahrscheinlich, ja. Aber über was? Also keine Ahnung, ich denke mal früher, also wo man jünger ist, dann vielleicht mehr als jetzt. Jetzt fragt man, ob alles gut ist. So, ja. Ob alles gut ist und redet halt über zehn, also alles Verschiedene. Also keine Ahnung, was man erlebt hat. Also jetzt keine wichtigen Dinge, die für die Frauenwelt wichtig sind zu wissen? Nö, würde ich sagen. Das ist ja super, also keine Ahnung. Keine Ahnung, also wahrscheinlich gibt es schon Kreise, in denen es so gemacht wird, aber auch Kreise, in denen es nicht so gemacht wird. Ich glaube, bei Frauen ist es vielleicht eher so. Ich wollte gerade auch sagen, ich glaube, Frauen sind auch eher, ich glaube auch einfach, dass viele Frauen davon ausgehen, dass Männer auch mit den Freunden über so viel reden, weil wir selber über so viel reden und dann man halt davon ausgeht, dass es bei euch auch so ist. Aber ich glaube, bei vielen ist das gar nicht so. Darf ein Mann Gefühle zeigen? Natürlich.
Warum denn nicht? Ja, so darauf bezogen, wie darauf reagiert wird, wenn man es macht, glaube ich, war die Frage eher. Ob du da so schlechte Erfahrungen damit gemacht hast. Also ich weiß nicht, also Gefühle zeigen, also da sind wir wieder beim Thema, ist das so ein Staat oder was heißt so ein Symbol, dass Männer eigentlich immer so der starke Mann sein müssen, aber ich weiß nicht, viele Frauen finden es ja auch süß. Ja. Wenn man Gefühle zeigt, also deswegen denke ich, es ist völlig normal, dass, also ich finde es nicht verkehrt, also klar, es ist vielleicht für den einen Mann schwieriger als für den anderen, aber ich denke mal, keine Ahnung, also ist schon wichtig, dass man die auch zeigt, weil nicht alles ist perfekt und genauso in der Frauenwelt als auch in der Männerwelt und ja, also ich finde, es ist immer klar, also wie gesagt, das ist immer wieder beim Thema, also dass Medien es halt so vermitteln, dass es immer so den starken Mann gibt, aber ja, den gibt es ja auch nicht. Also jeder hat mal irgendwas, eine schlechte Phase oder ist traurig oder es passiert irgendwas, das traurig ist. Und deswegen ist es, denke ich mal, völlig legitim und normal, dass man da Gefühle zeigt und auch darüber sprechen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass das einfach auch so wie mit dem Autofahren so voll was ist, was man so beigebracht bekommt, irgendwie auch schon so voll lange. Und dass deshalb halt auch voll viele Männer damit krass Probleme haben, weil man halt einfach schon so denkt, das ist halt nicht so männlich. Ja. Ich weiß nicht. Das ist auch genau, wie man damit aufgewachsen ist. Ja, auf jeden Fall. Die nächste Frage ist, finden es Männer schlimm, wenn Frauen wenig bis keine Erfahrungen haben? Nee, würde ich sagen. Also finde ich jetzt nicht. Also absolut nicht. Weil jeder hat mal, jeder hat ja mal damit angefangen. Ja, safe. Und keine Ahnung. Also. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche das schlimm finden. Ich weiß nicht. Aber findest du es im Gegenzug schlimm, wenn jemand viel Erfahrung gesammelt hat? Nö, auch nicht. Weil ich finde. Also ich finde, keine Ahnung, es ist ja. Also ich finde das, keine Ahnung, es ist halt so. Ja, safe, aber ich finde halt auch, das ist zum Beispiel auch sowas, was so voll in der Gesellschaft so verklickert ist. Ja. Wenn so ein Mann mit vielen was hatte, dann ist er so voll der Babo. Ja. Und wenn eine Frau was mit vielen hatte, dann ist es so voll... Ja. Ich kann das Wort jetzt hier nicht eintuten. Aber ihr wisst, was es ist. Ihr wisst, was es ist. Ja. Und das, siehst du das auch so? Weil also ich finde, das ist voll problematisch. Also ich sehe es ja auf jeden Fall so, aber ich sehe es nicht so, wie es vermittelt wird, ja. Okay. Was sagst du generell dazu? Ich habe die Frage beantwortet. Also ich sehe es nicht so, also ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich schon für Männer, die es so sehen und wichtig ist und keine Ahnung, aber es gibt auch, keine Ahnung, also weiß nicht, also klar, also ich sehe es genauso wie du, dass halt das vermittelt wird und ja. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage, wir filmen mich schon 16 Minuten und zwar, hattet ihr bzw. du schon mal ernsthaft Liebeskummer, also ist das sowas, was bei Männern auch wirklich so Ding ist? Ja, ich denke schon, also ich weiß nicht. Bei Frauen wahrscheinlich so anders, weil man kennt dann so, ja, wenn die Frau Liebeskummer haben, dann liegen die da verheult 5 Wochen rum und gehen nicht aus dem Haus, schauen ihre Liebeskomödie, wo alles, keine Ahnung, alles in ihrer rosaroten Welt ist, so jetzt mal komplett übertrieben gesagt. Das ist vielleicht bei Männern nicht so, aber Männer, Männer schauen jetzt wahrscheinlich keine Liebeskomödie, aber klar, glaube ich, ist jeder mal und, aber dann, keine Ahnung, ist man schon auch traurig, aber ich denke mal, da kann man, weiß nicht, also... Da helfen dann auch andere Sachen. Also ich glaub, und zwar? Also keine Ahnung, wenn man sich eine neue Chica zu erklären oder was? Genau. Nee, wenn man halt zum Sport geht oder was weiß ich. Also weiß nicht. Also ich kenne wenige, die jetzt dann wirklich sich 5 Wochen einsperren und nichts machen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt bei Frauen so ist. Also das war jetzt nochmal komplett übertrieben gesagt, aber... Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich Liebeskummer hatte, ehrlich gesagt. Du? I don't know. War das eher so, als du jünger warst oder so, als du älter warst? Ich denke schon älter, ja. Echt? Ich weiß nicht, jüngere, keine Ahnung. Also ich, das hatte ich vielleicht mal so mit, keine Ahnung, in der 6. Klasse, als ich weiß nicht, jemand wollte. Gar nicht. Also ja, keine Ahnung. Ja. Aber ich war nie so, dass ich das so krass hatte, als ich so alt war. Also alt, das hat sich, als ich so Mitte 40 wäre. Aber ja. Danke auf jeden Fall für deinen super tollen Input hier. Und gerne, wenn ihr Teil 2 wollt, lasst ein Like da, stellt auch gerne Fragen unter die Kommentare. Unter die Kommentare. In die Kommentare. Ich lese die nicht, also dann kann ich auch wieder frei antworten. Genau, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.